Namaste. Heute möchte ich euch gerne den Wake-up vorstellen. Das kommt aus dem Yoga der Energieheilung. Ist eine kurze Sequenz, die ich selber jeden Morgen praktiziere, seitdem ich mich intensiver mit Energy Medicine Yoga und mit dem Yoga der Energieheilung befasse. Ich nenne es immer meinen kleinen energetischen Sonnengruß. Ich mache den gleich morgens nach dem Aufstehen. Bis dahin ist eine ganz kurze Sequenz. Also komm zum Stehen. Du brauchst nicht mal deine Yoga-Kleider, du kannst dich hinstellen, wo immer du gerade stehst. Find einen angenehmen Stand und atme einmal tief ein und tief aus. Währenddessen wir die Punkte jetzt tappen, erzähle ich ein ganz kleines bisschen was über die Punkte. Du kannst es später auch, ich mache das immer zwei, drei Mal morgens. Wenn wir heute ein bisschen länger sind, liegt es daran, weil ich noch ganz kurz natürlich auch dazu rede. Du reibst erstmal deine Hände. Energie fließt durch deine Hände vom Körper weg und in den Körper hinein und dann schüttel die Hände aus. Dann findest du deine Schlüsselbeine, gehst entlang deiner Schlüsselbeine nach innen und da findest du das innere Ende hier deiner Schlüsselbeine und dann gehst du so ein bisschen unterhalb deiner Schlüsselbeine und hier tappst du mit deinen Fingerspitzen ganz sanften Punkt entlang deiner Nierenenergie, deines Nierenmeridians. Du atmest immer ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dieser Punkt ist wie so ein Anschalter am Computer. Er schaltet deine Energien an, er lässt alle Energien aufwachen und in die richtige Richtung fließen. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dann komm auf dein Brustbein und schlage hier sanft auf dein Brustbein, klopfe dein Brustbein, atme weiterhin ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Diese Sequenz ist gut für dein Immunsystem. Unterm Brustbein liegt deine Thymusdrüse. Und hier kannst du dein Immunsystem stärken. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dann gehen wir zu Seiten des Körpers, entlang der Seiten. Na, du kannst dir mit den Fingerspitzen tappen, kannst die Finger so einrollen, kannst hier so nach oben und unten reiben, entlang deiner Rippen. Hier entlang der Seite, vergiss nicht, du atmest ein durch die Nase, aus durch den Mund die ganze Zeit. Ein durch die Nase. Wir atmen ein und aus durch die Nase, um Energie, blockierte Energie oder Energie, die wir nicht mehr benötigen, die wir lösen, auszuatmen und abzugeben. Dieser Punkt ist zum Verdauen, alles, was in deinen Körper hineinkommt, an Nachrichten, an Informationen, an Essen. Entlang der Milz hilft alles zu verdauen. Dann schüttel deine Hände aus und komm ganz sanft zu deinen Wangenknochen hin. Hier sind wir entlang des Magenmeridians. Hier kannst du gerne deine Augen schließen und deine Füße spüren. Dieser Punkt erdet uns, bringt dir Energie nach unten. Manchmal haben wir zu viel Energie im Kopf und es ist ganz gut, die Energie etwas weiter nach unten fließen zu lassen. Dieser Punkt hilft. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Schüttel deine Hände aus. Und dann beginnen wir, gleiche Hand, gleiches Bein zu laufen. Energien laufen sowohl parallel, aber auch über Kreuz. Und das machen wir jetzt gleich. Streif die Hände ab, schüttel sie aus und überkreuze gegenüberliegende Hand, gegenüberliegendes Bein. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund die ganze Zeit. Das sogenannte Crossover, das Überkreuzen, hilft, dass die Energien effektiv für uns arbeiten können. Unsere DNA überkreuzt sich, rechte Gehirnhälfte bezieht sich auf die linke Körperseite, linke auf die rechte. So, wenn immer die Energien sich überkreuzen können, ist das gut für unser Energiesystem. Wir altern ein bisschen mehr mit Würde, es hält uns fit, hält auch unser Gedächtnis fit. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Und dann komm zur Ruhe, leg deine Hände vor dein Schambein. Um dich herum befindet sich eine Aura, ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld beschützt dich davor, dass du zu viel von deiner eigenen Energie abgibst. Aber auch davor, dass die Energien anderer zu sehr zu dir durchdringen können. Die nächste Übung, das sogenannte Zip-Up, das Hochziehen der Energie und das Hinausbringen in dein Energiefeld um dich herum,
hilft dir dieses umschützende oder das schützende Gebiet, diese schützende Blase, um dich drumherum zu stärken, sodass deine Energien nicht zu schnell verbraucht sind, aber du auch nicht zu sehr von anderen beeinflusst wirst. So, leg die Hände auf dein Schambein. Wir ziehen die Fingerspitzen entlang der zentralen Energie in der Mitte hoch. Und dann bringst du deine Handrücken zusammen auf Höhe des Kinns, streckst die Arme nach oben und dann gehst du mit den Händen nach unten, Handinnenflächen zeigen zum Boden, du atmest aus durch den Mund. Atme ein, atme aus. Stell dir vor, wie du deine Aura um dich drumherum stärkst. Um das Ganze, unser System anzukoppeln, machen wir den sogenannten Hook-Up. Nimm einen Mittelfinger an deinen Bauchnabel und den anderen Mittelfinger zwischen deine Augenbrauen. Du drückst ganz sanft nach innen und ziehst nach oben. Und ganz oft hast du ganz individuell schon das Bedürfnis hier, oder ganz spontan das Bedürfnis hier, tief zu atmen. So, atme tief ein durch die Nase, tief aus. Zentriere dich. Komm in deiner Mitte an. Und dann schüttel deine Hände aus. Und die Arme rechts und links neben den Körper. Das ist der Wake-up. Und jetzt machen wir den Wake-up noch einmal, falls du ihn gerne öfter machen möchtest. Ich werde auch in der Beschreibung hinzufügen, wann ich nur die Übung des Wake-up mache, ohne die Erklärung. Machen wir noch einmal den Wake-up durch. Reib deine Hände. Schüttel die Hände. Komm zum Schlüsselbein, fall nach unten, atme ein, tappe hier, atme aus durch den Mund. Atme ein, atme aus durch den Mund. Komm zum Brustbein, klopfe dein Brustbein, atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Komm zu den Körperseiten, tappe deine Körperseiten oder massiere ganz sanft hier. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund, ein durch die Nase, aus durch den Mund. Reich deine Hände aus, schüttel die Hände aus. Komm zu deinen Wangenknochen, etwas sanfter, klopfe hier ein. Laufe, gleiche Hand, gleiches Bein, gleiche Hand und gleiches Bein. Und auch hier die Hände ausstreichen, ausschütteln und überkreuze. Gegenüberliegende Hand, gegenüberliegendes Bein ein. Bring die Hände auf dein Schambein, spüre nach, stell dir die Energie um deinen Körper herum vor, atme ein, atme aus, ein, einen Mittelfinger an deinen Bauchnabel, den anderen Mittelfinger zwischen deinen Augenbrauen, sanft nach innen drücken, zieh hoch, atme ein. Atme ein. Entspanne. Spür nach. Der Wake-up, der kleine energetische Sonnengruß, um deinen Tag zu starten, deine Energien fließen zu lassen, alle in die richtige Richtung. Spür einfach, was passiert, wenn du ihn praktizierst, schau, ob du ihn in deinen Tag einbauen kannst. Ich werde in Zukunft immer weitere kleine Übungen
aus dem Yoga der Energieheilung hier auf diesem Kanal vorstellen. Das war die Basis. Auch wieder hier verschiedene Varianten wirst du erwarten können in nächster Zeit. Man kann den immer wieder auch so ein bisschen variieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Hinterlass mir doch einen Daumen hoch, wenn du das Video mochtest. Abonniere vielleicht meinen Kanal, wenn du an weiteren Videos interessiert bist. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.